Hey, was geht ab, YouTube? Und herzlich willkommen zu meinem neuen Projekt Subject 13. Subject 13 ist ein Point-and-Click-Adventure aus dem Hause Microids. Der Entwickler heißt Paul Cousson. Und das Ganze ist ein Point-and-Click-Adventure. Und wir verkörpern einen Wissenschaftler namens Fargo oder so ähnlich. Und ja, ich will euch nicht lang auf die Folter spannen. Und wir legen los. Das Ganze ist auf Deutsch beziehungsweise eventuell englischer Sprache und deutschen Untertiteln. Ich weiß es nicht ganz. Und wir starten eine neue Erfahrung. Und los geht's. Euch viel Spaß. Microids. Subject 13. Welcome, Subject 13. Don't worry. You can hear me, but you can't see me. And that is perfectly normal. How do you feel? Ja, wie entscheiden wir uns? Bin ich tot? Nicht sehr gut. I feel sick, and it's like my head's gonna explode. Don't worry, it'll pass. You have been on a long journey. So, noch kurz gesagt, Microids hat mich angeschrieben, hat mir zwei Keys zur Verfügung gestellt, denn die hatten eine kleine Aktion laufen. Dort gab es das Spiel für einen Tag for free, man musste sich nur eintragen und so weiter. Und ich habe gleich zwei Keys bekommen. Das Gewinnspiel läuft bereits, müsste schon längst online sein, schaut dort auf jeden Fall rein. Mit etwas Glück und Schnelligkeit könnt ihr das Spiel auch spielen. So, ein Key behalte ich natürlich für mich und spiele es selbst, wie ihr gerade seht. Microids, ja, thank you for the key, guys. Und ja, wir machen weiter. Was für eine Reise. Journey? What journey? We'll come to that later, Subject 13. Tell me, instead, what you last recall. Okay, ich wollte dem ein Ende bereiten oder lügen. Ey, wir können lügen. Ich weiß es nicht mehr. Okay, dann stellen wir uns mal dumm. I don't remember. Really? Something tells me, though, that you nearly died. Am I right? Listen, all these questions about me. Do we know each other? Yes. And no. But for the time being, that is not an issue. Let us move on to the psychomotor tests. Please follow the instructions. Ich kann durchdrücken auf der rechten Maustaste, um mich herumzusehen und so weiter. Okay. Alles klar. Upsa. Das ist eine Steuerkonsole, die mit einer Steuerkörse ausgestattet ist. Okay. Die Konsole ist nicht angeschaltet.
Okay. Die Maus ist ein bisschen schnell. So, was haben wir denn hier? Kann ich die Maus nicht einstellen? Okay, anscheinend nicht. Sprache Deutsch, Englisch, ja, zurück. Fortfahren. Der Knopf auf der Armlehne leuchtet. Okay, hier haben wir Hinweise. Da. Ich brauche einen Code, aber wo finde ich ihn? Steht hier irgendwo ein Code? Wo könnte der Code stehen? Hexacorp Research. Machen wir nochmal. So. 0399. Hey, es hat geklappt. Super. Okay, es ist gespickt natürlich mit kleinen Rätseln und so weiter. Perfekt, Subject 13. Now that you have regained all your faculties, I'm sure we'll form a great team. So, da sie jetzt all ihre Fähigkeiten wieder erlangt haben, wären wir ein gutes Team. So, was erwarten Sie von mir? Ich traue Ihnen nicht. A team? What are you talking about? And where the hell are we? Please, calm yourself. You are in your new home. It'll take time to get used to this, Subject 13. You will receive instructions as we go along. Stop calling me that. I have a name. Franklin. Franklin Fargo. Genau, Franklin Fargo heißen wir. Subject 13. Okay, da sind wir. Jetzt können wir uns hier natürlich einiges anschauen. Da wieder reingehen. Mit diesem Gerät kann man die Installation kühlen. Okay. Dieser große Monitor scheint ausgeschaltet zu sein. Wir können ja natürlich überall hingehen. Mit dieser Konsole kann man die Maschine steuern. Ja. Welch seltsame Maschine. Okay, geht überall hin, wo ich möchte. Da haben wir was. Diese Tür scheint der einzige Ausgang zu sein. Das weiß ich noch nicht. Kann ich hier auch was machen? So, schneller läuft er nicht.
Aber ich kann ja auch das Bild ein bisschen drehen. Hier liegt was. Auf diesem Hocker liegt ein Umschlag. Ich sehe zwar keinen Hocker, aber... Auf diesen Papieren sind Zahlen, die ich nicht verstehe. Okay. Schauen wir mal. Da ist doch ein Hocker. Na, guck mal. Rechnungen auf den Namen Hexacorp. Die Seiten dieses technischen Berichts sind durcheinander. Das ist unverständlich. Was haben wir hier? Okay, Pläne. Liegt alles voll. Was ist das denn? Ein Erfahrungsbericht. Sie haben einen neuen Erfahrungsbericht entdeckt. Lesen. September 15th, 2006. Hexacorp soon understood the advantages to be gained from Tau Energy. The least they could do was entrust me with managing the project. Our work camp has been under construction for 2 months now. We will be ready by the start of the year. I can't wait to begin. Okay. Pläne, auf denen einige Teile der Maschinen beschrieben werden. Diese Seiten des technischen Berichts sind durcheinander, das ist unverständlich. So. Was haben wir hier? Ich frage mich, an wen der Umschlag gerichtet ist. Dann schauen wir uns den doch an. Zack. Um einen Gegenstand aufzuheben, muss ich die linke Taste gedrückt halten und das Symbol aufheben. Zack, jawohl. Gefunden Gegenstand, Karte. So, die Karte haben wir hier. Karte. Kann ich irgendwas machen? Die Gegenstände aus dem Inventar können mit der Maus manipuliert gedreht werden. Okay, da ist ein Schlüssel. Guck mal. Das ist ein kleiner Metallschlüssel. Gefunden Gegenstand, Schlüssel. So, liegt hier noch mehr. So, weiter umsehen können wir uns nicht. Okay. So, schauen wir uns das mal an. Das ist ja die Tür gewesen, die wir vorhin gesehen haben. Oh, warte. Nein, da gehen wir nochmal zurück. Da liegt auch noch was. Da ist ein neuer Erfahrungsbericht. Den nehmen wir und den lesen wir natürlich auch. October 29, 2010. Dear team, following yesterday's events, the violent incidents involving the locals have reached a new low. I advise you to adopt the greatest caution. Do not go out unless you absolutely have to and never unarmed. In contravention of procedure, Professor F has not rubber stamped this decision. But I'm sure he would approve. As soon as he deigns to stick his nose outside Lab 2. Aaron Velasquez, Research Assistant. P.S. Thanks for all your messages about Misty Green. Hört sich sehr gut an alles. So, an Personalkomplex 16, Sicherheit des Personals, an das gesamte Team. Die Vorfälle mit den Einheimischen haben aufgrund der gestrigen Ereignisse, was die Gewalt angeht, eine neue Grenze überschritten. Ich rate deshalb zu höchster Vorsicht. Verlassen Sie den Komplex nur im dringendsten Fall und niemals unbewaffnet. Entgegen dem Verfahren hat sich Professor F., das sind wohl wir, dieser Entscheidung nicht angeschlossen. Ich bin dennoch sicher, dass er sie bestätigen wird, sobald er sich herablässt, Labor 02 zu verlassen.
Erin Velasquez, Forschungsassistentin. PS, ich danke allen für ihre nette Nachricht in Bezug auf Mistigri, keine Ahnung. So. Professor F. Fargo, könnte sein. So, jetzt aber. Zack, wir schauen uns die Tür an. Diese Panzertür ist versperrt. Ja. Mit diesem Kasten kann man die Öffnung der Tür steuern. Schauen wir mal. Sieh mal an. Okay. Sehr gut. Good. You're doing very well. The faith I have placed in you is finally going to pay off. Gut, Sie machen das Ganze gut. Das Vertrauen, das ich Sie gesteckt habe, wird sich endlich auszahlen. Endlich? Finally? What are you talking about? I have long known of the potential of your intellect, Subject 13. But that is of no importance. At least not for you. How about we begin with a small challenge to stretch the neurons? What choice do I have? Life is only a matter of choice and probability, Subject 13. We simply have to learn to adapt to the consequences. You do know the game tic-tac-toe? Wir stellen uns mal dumm, ja? Natürlich kennen wir tic-tac-toe. Drei gewinnt. The aim of tic-tac-toe is to align three tokens horizontally, vertically, or diagonally. The aim here is to inverse the usual rules. You have to press six buttons, but never form a complete line. It certainly shouldn't pose any problem to such a brilliant researcher as yourself. Ex-researcher. Tja, dann hört's auch schon auf. Haben wir irgendwas vergessen? So, 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 so. Okay, fangen wir noch von vorne an. Ist noch irgendwo was? So. Eins, zwei, drei. Das ist nicht falsch. Das ist falsch. So, eins, zwei, drei ist auch falsch. Und eins, zwei, drei ist auch falsch. Nehmen wir mal die Ecke. Eins, zwei, drei ist falsch. Eins, zwei, drei ist falsch. Eins, zwei, drei ist falsch. So. Die Ecke. So ist nicht richtig. So ist nicht richtig. Und so ist auch nicht richtig. Dann wäre die Ecke. Nein. 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 So. Dann haben wir so.
Versteh's nicht ganz. Muss ich da alle anmachen oder was? Was ist das? Ah, da gehe ich da raus, okay. Ah, ist doch verzwickter, wie ich dachte. Jawohl, das habe ich zwar nicht verstanden. Very impressive. Now we can move on to the next stage of our mission. Beeindruckend, wie können Sie jetzt zum nächsten Teil der Mission übergehen, wenn es sein muss, welche Mission? What the hell do you mean, our mission? All I can tell you for now is that it will stimulate your mind. And it will be mutually advantageous to both me and you. Aha. Dann machen wir das. Errungenschaft freigeschaltet. Chapter 1. Bitte warten. Oha. I bring tidings both good and bad for you, Subject 13. Which would you like to hear first? Zuerst die schlechte. Let's get the bad news out of the way. I should have been totally honest with you. There is a lot of bad news. The first is that the island's former occupants have blocked all the exits to the complex. And the second is they were then brutally massacred. Give me the good news. You may be imprisoned in this complex, but you are in total security on this island. And didn't you say there was good news? Don't be so negative, Subject 13. You have to find a way out of here. Look around you. Maybe there are interesting clues to be found. Okay, dann machen wir uns mal auf die Suche nach interessanten Sachen. Großer Metallcontainer. Können wir da was machen? Oha. Ein Rätsel. Okay, wahrscheinlich müssen wir alles in Reihe bringen. Okay, so geht das noch nicht. So, 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 so.
Zack. Und offen. Damit kann man anscheinend die öffnen. Ja, das habe ich gemacht. So. Okay, öffnen kann man das. Das sieht aus wie ein Hebel. Gefundener Gegenstand, Hebel. Sehr schön. Schauen wir uns mal an. Okay. Viel umgucken können wir uns noch nicht. Schauen wir mal, was das ist. Sieht aus wie eine Weichenstellplattform. Okay. Das ist eine Art Steuergerät. Schauen wir da mal. Oh, jetzt läuft er auch. Okay, damit können wir nichts machen. Fragezeichen. Mit dem Kasten könnte man vielleicht die Tür öffnen. Ja, aber wie? Okay, wahrscheinlich noch zu früh. Was haben wir hier? Das ist ein alter Metallschrank. Okay, ich hab nix. Sehen, was wir hier noch haben. Okay. Dann schauen wir uns das an. Der Vertiefung ist ein Gerät versteckt. Dann schauen wir uns das an. Eine Stelle, die dazu bestimmt ist, etwas zu empfangen. Passt hier der Hebel hin? Keine Wirkung. Okay, dann heißt es mal ein bisschen umsehen. Und da geht was auf. Was haben wir denn da? Wow. Es sieht aus wie das Drehkreuz eines Geldschranks. Oh, was ist jetzt? Ah ja. Schauen wir mal. Ich habe einen Erfahrungsbericht entdeckt. Gefundener Gegenstand, Drehkreuz. Lesen. April 15th, 2012. How can I explain what happened? A false move? A short circuit? Suddenly the machine started up by accident while I was checking the translation module circuit boards. There was a huge noise and bright lights, and I lost consciousness for a few moments. Everything was my fault. If only I had waited for her return from lunch,
the accident would probably never have happened. The upshot is that I woke up here in this abandoned complex. I've been locked up here for several days now, and I haven't seen a soul. All I found are the memo recorders that I'm using to leave this message. I shall start exploring the island tomorrow. Okay, wie soll ich erklären, was vorgefallen ist? Eine falsche Bewegung oder vielleicht ein Wackelkontakt? Immerhin hat sich die Maschine zufällig angeschaltet, während ich dabei war, die Kreisläufe des Übertragungsmoduls zu überprüfen. Es gab ein lautes Geräusch, ein helles Licht. Danach musste ich für einige Momente das Bewusstsein verloren haben. Ich kann es mir nur selbst vorwerfen. Wenn ich nur auf Ihre Rückkehr aus der Mittagspause gewartet hätte, dann wäre es ganz sicher niemals zu diesem Unfall gekommen. Immerhin war ich beim Aufwachen hier in diesem verlassenen Komplex. Ich bin nur seit mehreren Tagen dort eingesperrt und ich bin noch keiner Menschenseele begegnet. Alles, was ich gefunden habe, sind diese Sprachaufnahmegeräte, die ich benutze, um diese Nachricht zu hinterlassen. Ich werde gleich morgen mit der Erkundung der Insel beginnen. Okay. So. Es backt hier ein bisschen. Gehen wir mal hier raus. So, da sind wir. Ein paar Grafikfehler. Das kann durchaus mal passieren. Das Spiel ist ja schon ein bisschen älter. So, schauen wir mal. Keine Ahnung. Ja, ich kann gerade nichts machen, Leute. So. Da passt das hin, siehst du mal. Jetzt geht das auf und das Bild ist wieder schwarz. Naja. Das Spiel hat was gegen mich. Okay, wir machen hier kurz Pause. Ich danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich versuche, diesen kleinen Grafikbug zu beheben. Und dann hoffe ich, sehen wir uns in der nächsten Folge von Let's Play Subtract 13. Also, ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Macht einen Daumen, wenn es euch gefallen hat. Macht's gut und ciao.